Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Nach langer, langer Zeit mal wieder ein Make-up-Tutorial von mir. Und zwar handelt es sich hierbei um diesen Look. Ich habe den für euch nachgeschminkt, weil ich es sehr, sehr schön finde, vor allem für abends. Und ich würde sagen, bevor ich weiter rumbabbel, viel Spaß bei meinem Video. So, wir fangen als erstes an mit der Foundation. Und zwar nehme ich einmal die von Kiko, die Unlimited. Und wir tragen das mit dem Beauty Blender auf. Bevor ich mit dem Augen-Make-up anfange, klebe ich mir nochmal Tegelfilmstreifen auf, damit das einfach viel, viel sauberer wird, das Ergebnis. Und dann fangen wir auch schon an mit dem Schminken. Ich nehme einen Paintpot von MAC. Ich weiß leider den Ton nicht mehr und ich habe es vergessen aufzunehmen, deshalb sorry. Ich werde euch nochmal unten in der Infobox alle Produkte auflisten. Dann fangen wir auch schon an mit meiner Cocoa Blend Palette und ich nehme den hellsten Braunton daraus. Das ist etwas orangestichig und ich trage es etwas über die Lidfalte auf und verblende es noch ein bisschen. Jetzt kommt der zweite Lidschatten zum Einsatz und zwar tragen wir diesen Lidschatten in unsere Lidfalte auf. Jetzt kommt mein Graphic Eyes Pencil von Zoeva und wir tragen es im äußerlichen V- und im Augeninnenwinkel auf und werden das Ganze nochmal verblenden. Auch das habe ich vergessen aufzunehmen, es tut mir so leid. Aber wie gesagt, die Produkte stehen nochmal alle unten in der Infobox. So, jetzt kommt noch mein Lidschatten von Kiko und wir werden das Ganze nochmal schön verblenden. Nehmt euch auf jeden Fall viel Zeit fürs Verblenden, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass das Make-up schön weich erscheint und nicht zu plakativ. Jetzt kommt mein goldener Eye Pencil von Agnes B. Gibt es leider nicht mehr im Handel, aber ihr könnt irgendein Gold nehmen, was euch gefällt und wir tragen das auf das bewegliche Augenlid auf. Ich befeuchte nochmal meinen Pinsel mit dem MAC Fix Plus und dann kommt schon mein Pigment und zwar von MAC wieder in der Farbe Blue Brown. Auch diesen Ton tragen wir aufs bewegliche Augenlid auf. Wieder ganz wichtig, nochmal schön verblenden die Farben. So, wir nehmen die zwei Tesafilmstreifen jetzt ab. Und machen dann auch schon direkt weiter mit einem dunkelbraunen Ton von Kiko. Ist wieder ein Lidschatten. Und wir tragen diesen Lidschatten präzise in unsere Lidfalte auf, damit wir eine schöne, saubere Abtrennung haben, dass so ein leichter Cut-Crease entsteht. Dann machen wir weiter mit meinem Concealer, und zwar von NARS. Ich habe die Farbe Medium Custard. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall tragen wir das unter den Augen auf dem Nasenrücken und wer noch möchte, halt noch auf dem Kinn. Mit meinem NARS Konturpuder werde ich mir erstmal die Nase konturieren und das war's erstmal. Der kommt nochmal gleich zum Einsatz. Aber erstmal nur die Nase konturieren und dann kommt mein Brow Definer von Catrice und ich male meinen Augenbrauen erstmal Konturen. Auch wenn das ein Filzstift ist, ihr könnt das auch super verblenden mit einem abgeschrägten Pinsel. Das funktioniert richtig gut, das seht ihr auch. So, mit dem Beauty Blender werde ich jetzt erstmal meinen Concealer einarbeiten. Ich sage zwar Beauty Blender, aber das ist eher ein Dupe von TK Maxx. Ich arbeite damit sehr, sehr gerne, weil das genauso aufgeht wie das Original. Auf jeden Fall kann man damit super arbeiten und Concealer auch schön natürlich einarbeiten. Und auch auf dem Nasenrücken nicht vergessen. Jetzt kommt ein heller Lidschatten von Kiko und zwar in so einem Weißton und wir tragen diese Farbe am unteren Augenbrauenbogen auf. Mein Liquid Eyeliner ist natürlich nicht wegzudenken. Ich nehme wie immer seit Jahren mein Essence Liquid Eyeliner. Und damit werden wir unseren ersten Eyelinerstrich ziehen.
aber das wird nicht unser Haupteyeliner, weil wir nochmal die Wimpern kleben und dann nochmal zusätzlich das Ganze perfektionieren werden. Die Wimpern, die ich mir klebe, sind von meiner Freundin Hanadi. Und zwar klebe ich mir die Almas drauf und ich finde die richtig cool, sind sehr, sehr dicht und wirken auch, ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein toller Augenausschlag, wenn ihr solche Wimpern trägt. So, jetzt habe ich's. Und jetzt perfektionieren wir nochmal mit dem Liquid Eyeliner unseren Eyelinerstrich. Ganz, ganz wichtig. Ich nehme noch einen braunen Kajal von Manhattan. Ich habe jetzt auch nicht diese Farbe gezeigt, weil ihr könnt irgendeinen Braun nehmen und ihr malt euren Wasserkranz damit aus. Also den unteren Wasserkranz. Und wir werden das Ganze dann nochmal schön verblenden und smoky erscheinen lassen. Ihr könnt dann auch einen braunen Lidschatten nehmen, den ich genommen habe, und das Ganze auch schön smoky erscheinen lassen. Mit einem schwarzen Kohlkajal male ich jetzt meine Wasserlinie aus. Jetzt kommt wieder mein NARS-Konturpuder und wir werden jetzt unsere Wangenknochen damit schön konturieren. Ja. Und ich liebe diesen Ton. Ich habe euch auch die Farbe unten in der Infobox verlinkt, so wie alle anderen Produkte auch. Und genau, und hier ist es auch ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich schön den Ton nach oben verblendet, damit es auch nicht zu plakativ aussieht. Ja, das ist ganz wichtig. Ich nehme aus meiner Zoe Eva Sun Power Palette nochmal einen Blush, zwar einen pinken Ton, und wir tragen das nochmal auf unseren Wangenknochen auf. Jetzt kommt mein Kiko Highlighter, der ist limitiert. Ihr könnt präzise den auftragen, der ist auch schön flüssig. Man kann damit super arbeiten und den Highlighter da ansetzen, wo man den auch haben möchte. Könnt ihr auch alleine verwenden oder einfach als Grundlage für euren richtigen Highlighter. Aber der ist ganz, ganz toll, sehr natürlich und mit dem Ringfinger klopfe ich nochmal das Produkt ein. Mit einem Puder-Highlighter gehe ich nochmal drüber. Und zwar ist es meiner von MAC in der Farbe Global Glow. Es ist so ein Champagnerton und ich liebe es. Wenn wir den nochmal auftragen, dann wird es nochmal schön intensiver. Ich verwende nochmal zwei Lip Liner von MAC. Die erste Farbe, womit ich die Lippen ausmale ein bisschen, ist Absolutely It, das ist es. Und wir werden erstmal die Lippenkonturen damit ausmalen und drei Viertel auch die Lippen. Dann kommt mein Lip Liner Cork und wir geben nochmal unseren Lippenkonturen eine Definition. Okay, so, jetzt habe ich es. Mein Lippenstift ist wieder von MAC und zwar in der Farbe Fast Play und damit malen wir natürlich die Lippen aus. Zu guter Letzt tuschen wir jetzt nochmal unsere Wimpern und zwar mit der Roller Lash von Benefit. Ich liebe es und der Effekt danach ist auch ganz, ganz toll. Und wenn wir damit fertig sind, dann sind wir auch komplett mit meinem Make-up fertig. Yay! Ja, ihr Süßen, das war's auch schon von mir und meinem Make-up-Tutorial. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich danke euch wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.